Die von Motor Events macht es alle Jahre wieder möglich, dass man Autos abseits der Straße in wunderschönen Fahrtechnikzentren so richtig testen kann, ausprobieren kann, was die Autos alle können, ohne Gefahr zu laufen, irgendwo hängen zu bleiben. Dementsprechend sind wir hier wieder am Semmering im Winterfahrzentrum des ÖAMTCs, um den neuen Skoda Yeti an seine Grenzen zu bringen. Denn der Yeti, Sie wissen es, ist ein Auto für die Stadt, aber auch fürs Gelände. Und was liegt näher, als ihn genau hier von einem profunden Kenner, nämlich vom Ernest Leudl, genau unter die Lupe nehmen zu lassen. Es ist soweit. Der Yeti hat den Tiguan bei den Zulassungszahlen weit überholt und ist damit das erfolgreichste SUV Österreichs. Als ob wir es nicht gewusst hätten. Der Yeti ist einfach durch und durch gelungen. Er ist klein, wendig, praktisch, souverän auf befestigten Straßen und bei unseren ersten Testfahrten haben wir bewiesen, dass auch ungeübte Offroader damit gut vorankommen. Aber was ist, wenn geübte Fahrer auf den Yeti stoßen? Der erfahrene Rallye-Pilot und ÖAMTC-Lead-Instructor Ernest Leudl ließ sich nicht lange bitten und nahm sich den kleinen Offroader mal so richtig zur Brust. Wir befinden uns hier im Winterfahrzentrum des ÖAMTC am Semmering und wir fahren hier heute den Skoda Yeti 4x4 mit Turbodiesel 140 PS auf seinem gewohnten Terrain, nämlich Schnee und Eis. Zugegeben, was Ernest unter Fahren versteht, würden normale Menschen eher als Heizen bezeichnen. Aber sei es drum. Schließlich wollen wir vom Profi wissen, wie sich der neue Yeti bewegen lässt. Der Motor des neuen Yeti hat ein wirklich gutes Ansprechverhalten. Man merkt die Durchzugskraft des Dieselmotors, das Fahrverhalten des Allrads ist ein sehr neutrales bis leicht übersteuern. Man merkt durch die Haldex-Visco-Kupplung, dass man gerade an dem Rad, wo man auch die Kraft braucht, sie auch wirklich hinbekommt. Und somit ergibt sich hier insgesamt ein sehr gutes Traktionsverhalten und ein sehr leicht handelbares Fahrverhalten für den Lenker. Aber wie gesagt, der Yeti ist eigentlich für den Otto-Normalfahrer gedacht, der nur hin und wieder die Offroad-Fähigkeiten eines SUVs benötigt. Darum gibt's ihn auch als reinen Fronttrieber. Auf befestigten Straßen fährt er sich sehr komfortabel, ohne aber schwammig oder gefühllos daherzukommen. Geht's dann ins Gelände, so bietet der Yeti je nach Ausstattung einige Fahrhilfen an. Ein sehr nützliches Instrument im neuen Yeti ist auch die Bergan- und Abfahrhilfe, die beim Bergauffahren verhindert, dass das Fahrzeug zurückrollt und beim Bergabfahren verhindert, dass das Fahrzeug zu schnell wird. Insgesamt mit einer richtigen Bereifung ist der Yeti in seiner jetzigen Umgebung seinem Namen gerecht und ist genau auf dem Terrain, wo er sich wirklich wohlfühlt und auch hingehört. Aber auch im Inneren des Yeti gibt es zahlreiche Features, die man schnell zu lieben lernt. Klimaanlage, Multifunktionsdisplay, CD-Radio und das praktische Sitzsystem gibt es serienmäßig. Aber erstmals kosten eben auch die wirklich coolen Extras nicht die Welt. Der Berganfahrassistent kostet 80 Euro, ein Regensensor 185 Euro. Sogar das Touchscreen-Navi-System ist mit 650 Euro im Gegensatz zu früheren Skodas erschwinglich geworden. Unser Yeti-Testauto kostet alles in allem rund 32.500 Euro und er macht wirklich mächtig Spaß. Vom Design her ist das Skoda Yeti eine gelungene Mischung zwischen sehr viel Raumvolumen für seine Größe und einem Aussehen, das einem SUV nahe kommt. Ernest war jedenfalls vom Yeti, so wie wir es erwartet haben, begeistert. Aber nicht nur, weil er ein praktischer kleiner Allrounder ist. Das durch den Allradantrieb vermehrte Maß an Traktion sorgt natürlich auch auf Schnee und Eis für Fahrspaß beim Driften und beim sportlichen Fahren, für das Fahrzeug durchwegs auch Potenzial hat. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can't see.